Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Cube Life, zum Part 2. Und es ist schön, dass ihr noch dabei seid. Wir sind genau da, wo wir eben aufgehört haben. Eine Kleinigkeit ist noch anders. Und zwar hole ich jetzt erstmal Essen. Level up. Und zwar habe ich eben mal ausprobiert, was diese. Also, ob die Kannibalen wirklich kommen und was sie denn eigentlich so machen. Und ja, sie kommen. Und ich sollte sie nicht bekämpfen. Ich habe nämlich null Chance. So, jetzt schnell hier weg. Vielleicht sind sie da, sind sie schon. Ja, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich werde euch aber wenigstens noch zeigen. Da. Diese Viecher gegen die habe ich definitiv keine Chance. Also wenn es einer wäre oder zwei, das ginge noch. Aber das Ding ist, wenn man die bekämpft, die kommen wieder. Also es ist eigentlich Quatsch, da überhaupt jetzt was zu machen. Und wir werden jetzt wie geplant hier unser Haus bauen. Dafür müssen wir hier die paar Lücken auffüllen und ein bisschen was wegnehmen. Wo kommt denn an? Machen wir erstmal den Eingang. Ich mache mir das unter meinen Füßen nicht weg. Ja, ein bisschen blöde. Ne? Hallo? Geht jetzt. Da komme ich nicht ran. Also mein Stick, der ist ein bisschen zu empfindlich, finde ich, für das Spiel. Also es geht, aber es ist ein bisschen komisch. Ja, und ich denke mal, wenn ich jetzt hier oben baue, dass das nicht so langweilig wird. Scheiße. Was mache ich jetzt? Moment, einmal wieder hoch. Okay, doch. Dass es nicht so langweilig wird, werde ich noch ein bisschen über meine Kanäle reden, was ich ja eben schon mal so angefangen habe. Auch hier das hin. Ich weiß auch nicht, wann jetzt diese Kannibalen wieder abhauen. Wann ich dann wieder weiter rumlaufen kann. Die Augen krass von dem Viechern. Sieht man es jetzt noch? Ja. Also so ganz die schlauesten sind sie nicht, die sie da rum tappeln. Tappeln, tippeln. Hier runtergefallen. Ich sollte mal gucken, ob das mit dem Essen. Ja, funktioniert. Sehr gut. Ich finde das sehr praktisch mit dem Gamepad. Das funktioniert einwandfrei. Gefällt mir. Was ich noch zu Cube Life sagen kann, auf jeden Fall, es soll dafür Add-ons oder Patches oder je nachdem, habe ich gelesen, soll es bald geben, weil euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass das Spiel komplett in Englisch ist. Wer das Englische nicht ganz so mächtig ist, da gibt es noch keine Abhilfe, aber ich denke mal, das wird auch irgendwann kommen. Also ist jetzt nicht schwierig, weil es gibt ja keine Story wirklich. Und das bisschen Craften ist eigentlich auch nicht unbedingt jetzt. Muss man kein Lehrer für sein, um das zu verstehen. Außerdem kann man im Internet noch ein bisschen nachlesen. Wenn es mal wirklich ein paar Wörter gibt, die man nicht weiß. Das musste ich zum Beispiel bei, bei Holzkohle. Oder Kohle. Weil dieses Wort habe ich im Englischen noch nie benutzt.
So, das sieht doch ja alles relativ gut aus. Dann machen wir noch hier das hin. Wie viel habe ich noch? Reicht das? Mensch. So, da kommen wir mal zu meinen Kanälen. Also wie gesagt, es wird diesen Kanal hier geben, wo ich noch keinen wirklichen Namen für habe. Mache ich denn? Und dann wird es noch den Kanal Retro Hunter geben, den ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier kein, nichts Doppeltes. Weil ich jetzt nicht mehr weiß, was ich im ersten Video so gesagt habe. Aber es wird dann noch den Kanal Retro Hunter geben und der geht dann hauptsächlich um Gaming. Auf dem Kanal hier halt weiß ich noch nicht so genau, was ich mache. Da wird es halt diese Laber-Runden geben mit sowas wie Cube Live. Es wird zu Filmen, denke ich mir mal, die, also meine Meinungsvideos geben. Und hauptsächlich werde ich mich aber auf Retro Hunter fixieren und da gibt es dann halt wirklich die ganzen Reviews, Top 10 Listen und Specials zu keine Ahnung was. Also ich bin zum Beispiel großer Fan von Zelda, da wird es wahrscheinlich mal ein Special geben. Ich mag auch Resident Evil relativ gerne, also die alten Spiele. Allgemein, es geht hauptsächlich, das sagt ja schon der Name, geht es um Retro Games. Und die neuen Games wird es zwar auch geben. Die neuen Games wird es zwar auch geben, aber da wahrscheinlich nicht ganz so viel. Weil mir ist aufgefallen, dass das Neue sowieso jeder macht. Und ich selber suche eigentlich immer verzweifelt nach gut gemachten Berichten oder Reviews zu alten Spielen. Das höre ich mir dann ganz gerne an. Oder gucke mir das ganz gerne an. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut hier aus. Ja. Ja, und da gibt es halt leider nichts bei YouTube. Und ich habe halt, dadurch, dass ich Videospiele im Prinzip nicht nur spiele. Ach, das war's schon. Ach ne, wir haben noch. Wir haben doch noch. Genau. Ne, alle. Ne, nicht alle. Wie war das? Genau, den brauchen wir nämlich noch. Und jetzt alle. Richtig. Ja, bei mir wird es ein bisschen anders sein, denn bei mir sind Videospiele nicht einfach nur zum Zocken da. Ich bin halt auch Sammler. Mach das seit ich 12 bin, also jetzt schon einige Jahre. Hab dadurch viele Spiele angesammelt. Und nicht nur die guten Sachen, die jetzt jeder hat, sondern halt auch Spiele, die natürlich auch die schlechten Spiele. Durch die Komplettsammlungen holt man sich halt auch die schlechten Spiele, dass die Sammlung halt dann ja logischerweise komplett ist. Und ich habe aber halt auch Spiele, die sehr gut sind, aber irgendwie kein Mensch gekauft hat. Dazu wird es dann auch ein paar Berichte geben, wie sowas zustande kommt. Es wird, ich wollte gerade sagen, sind sie weg, aber da sind sie noch. Wie sowas zustande kommt, warum es einfach Spiele gibt, die zwar genial sind, aber irgendwie hat die keiner gekauft. Nehmen wir jetzt mal, wenn wir jetzt von der Wii U ausgehen. Pikmin. Pikmin wäre so ein Spiel, was relativ schlecht verkauft wurde. Also es wurde schon ganz gut verkauft, aber leider nicht so, wie es eigentlich verkauft werden sollte. Und es war schon immer so. Das ist ja jetzt schon der dritte Teil, der da für die Wii U erschienen ist. Und dann ist es ja natürlich auch logisch, dass dann Leute sagen, wie jetzt Nintendo oder Shigeru Miyamoto, dass sie kein Pikmin mehr machen wollen. Wenn sich das natürlich nicht lohnt, die stecken da auch Arbeit rein, dass sie das dann nicht mehr machen wollen, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Und vielleicht kam es zur falschen Zeit raus. Meistens ist das Problem, dass es keine Werbung für solche Spiele gibt. Und ja, es wird dann halt weiterhin keine Spiele geben. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Pikmin ist, ob da irgendwann nochmal was rauskommt. Aber ich vermute mal nicht. Und das ist einfach. Machen wir uns mal hier ein paar Fenster rein. Und das ist einfach das Blöde daran, weil es sind Spiele, die es eigentlich verdient haben, ja, sich besser zu verkaufen.
Sowas wie Mario oder Zelda, das verkauft sich ja automatisch nur durch den Namen. Das Spiel kann schlecht sein, es wird trotzdem von den Leuten gekauft. Mir fällt aber gerade auf, dass ich die Kannibalen nicht mehr höre. Die sind weg. So, aber am Haus haben sie nichts kaputt gemacht. Das wundert mich jetzt. Keine Ahnung. Aber ich lass mal, da hier auch noch ein Baum steht. Da kann man ja auch oben drauf. Lass ich mal diese eine Mauer stehen. Obwohl, ich kann erstmal alles stehen lassen. Wer weiß, wozu es noch gut ist. Und da holen wir uns erstmal ein bisschen Verpflegung. Wir speichern erstmal, bevor ich wieder vergesse zu essen oder zu trinken. Einmal frei. Müsste geklappt haben. Dann holen wir uns mal ein bisschen Proviant. Stopp, 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 stopp. Na komm. Gut. Das noch eins. So. Ah, ich lasse mich gerade schon wieder schön. Ups, geh weg. Ich lasse mich gerade schon wieder schön ablenken. Worauf ich eigentlich hinaus wollte oder wo ich weiterreden wollte, ist, also unbekannte Spiele habe ich halt relativ viele. Und besonders und da habe ich halt, dadurch, dass ich die ganzen Spiele antesten musste, um zu gucken, ob sie funktionieren, habe ich natürlich jedes Spiel angespielt. Und da waren wirklich viele Überraschungen dabei, wo ich nicht erwartet hätte, dass die, ja, dass die Spiele so gut sind. Wo komme ich denn hier? Sehr krass. Kokosnüsse. Ja, spitze. Ja, hätte ich nicht erwartet, dass die Spiele so gut sind. Ich meine, ich habe es damals genauso gemacht, wie alle anderen. Wenn ich jetzt 20 oder 30 Euro übrig hatte, dann habe ich mir natürlich ein Mario oder Zelda-Spiel geholt. Ein Spiel, was man kannte, wo man wusste, was man kauft. Oder dachte, man weiß, was man kauft. Und somit wurden natürlich andere Spiele, die zur gleichen Zeit rauskamen, nicht gekauft. So, weil man hat ja auch nicht unendlich Geld und deswegen sind halt leider viele Spiele untergegangen. Und genau zu diesen Spielen werde ich viele Reviews machen. Mir fällt jetzt zum Beispiel auf dem Super Nintendo Sparkstar ein. Das wurde kaum gekauft, das kennt kaum einer, aber ist ein richtig gutes Jump'n'Run. Aber gut, jetzt will ich nicht einzeln auf Spiele eingehen. Das werdet ihr ja dann sehen. Ihr müsst, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt auf Retro Hunter hochlade. Ansonsten geht einfach auf den Kanal Retro Hunter. Da gibt es zwar jetzt noch keine Videos, während ich das hochlade. Aber da wird sich dann bald was tun. Und, ne? Komm ich nicht mehr hoch. Da wird sich dann bald was tun. In diese, oh, ich muss was trinken. Und was essen. So. Weiß gar nicht, was ich hier eigentlich machen soll. Ich baue jetzt ein Haus und dann? Keine Ahnung. Soll ich vielleicht nochmal im Internet lesen. Nicht, dass ihr hier erwartet, dass ich nach der, naja gut, Geschichte gibt's ja nicht, aber dass ich hier das mache, was man eigentlich tun soll und ich mach's nicht. Und baue hier schön mein Häuschen. Ich habe gelesen, dass es halt andere Inseln gibt und da kann man hinreisen und mal gucken. Ich drücke immer die falschen Knöpfe. Ach so, ich wollte ja in die Höhle, die dort in dem Berg ist. Muss man einen Eingang finden.
Ja. Ich weiß immer noch nicht, welche Level ich habe. Ich steige ja ständig im Level auf, aber irgendwie steht das hier nirgends. Wir müssen in die Höhle. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir mal hier alles ab. Hier oben ist noch ein Schwein, das haben wir nochmal kill. Zwei. Ja. Geh weg, geh weg, geh weg. Komm her, komm her, komm her. Einmal tot. Immer wenn ich irgendwo hängen bleibe, ist wieder zack. So. Hat mir jetzt mal gar nichts gebracht. Sehr schön. Geht denn das hier rein? Ja. Lecker. Fackel. Gut. Ich glaube, ich kann gar nichts mehr einpacken. I can't craft hard metals with my bare hands. I need to use a pickaxe for this. Jo, werden wir machen. Ups. Ja, was kann ich noch sagen zum Retro-Hunter-Kanal? Also sind auch ein paar sehr große Projekte geplant, da werde ich aber jetzt nichts Genaueres zu sagen. Also nichts ganz Genaues. Es ist zum Beispiel eine Videospiel-Sendung geplant, aber da will ich nichts versprechen, deswegen sage ich auch nichts Genaueres dazu, weil es hat natürlich immer mit Kosten zu tun, das hat immer mit viel Zeit zu tun. Und ich kann jetzt nicht versprechen, ob das wirklich hinhaut. Dann gehen wir mal wieder hoch, weil ich kann ja eh nichts tragen. Ich weiß aber nicht. Lass mal gleich mal gucken, ob ich mir eine Kiste was machen kann. So, eine Fackel. Gut. Einmal dahin, einmal dahin. Warte. So. Ich stelle mal erstmal halt Fokus mal. Holz. Ich stelle mal jetzt das Ding hin. Ah, stelle mal das hier. Zack. Und jetzt schauen wir mal schnell nach, wie ich denn einen Rucksack mache. Oder eine Tasche. Irgendwas. Da haben wir eine Kiste. Was ist das für Holz? Ups. Warum soll ich aus Sand eine Kiste machen können? Glaube ich nicht. Können wir mal gucken, ja. Sand, Sand, Sand. Ich sollte vielleicht auch darauf achten, was ich hier wegbaue, weil nicht, dass ich dann irgendwie doch mal flüchten muss und dann mich da drinnen verirre. Ja, also nochmal hier auch. So nicht.
Wie war das jetzt? Einmal drumherum, oder? Da. Nichts. Da? Hm, toll. Keine Ahnung. Sieht für mich aus wie Sand. Scheint es aber nicht zu sein. Halt, da haben wir schon mal einen Rucksack. Da haben wir Leder. Da muss ich erst noch klarkommen mit. Haben wir Leder? Dreimal sogar. Dann machen wir jetzt einfach mal. So, und jetzt? Ich bin gerade voll konzentriert. Nein, das ist er nicht. Was kann ich jetzt mit diesem Rucksack machen? Toll. Nehmen wir an, nichts. Das hat mir mal gar nichts gebracht. Aber da, Sandstein. Wir versuchen das jetzt mal. War das so? Ich glaube ja. Sonst haben wir es hin tun. Ah, verdammt. Dann tun wir jetzt. Wir werden erstmal essen. Aber ich sehe gerade, dass das Video auch soweit vorbei ist. Ich werde es hier jetzt nochmal ausprobieren und dann erstmal Pause machen. Also kann ich mich auch nicht mit euch unterhalten, wenn ich hier in den Listen oben schaue. Na komm. Sandstein. Sieht für mich komplett gleich aus. Ach Mensch. Das könnte es vielleicht sein, das was ich suche. Ich würde sagen, ich baue jetzt noch ein bisschen Sand ab, mache diese Sandsteine da draus und dann sehen wir uns soweit wieder. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören.